Was für ein spannendes Wochenende für unseren Schlingel. Erst veranstaltet er seinen eigenen Flohmarkt und freut sich, wie viele Gäste gekommen sind. Dann verausgabt er sich beim DAK Kinderlauf. Und auch beim 4. Familienerlebnistag der Stadtwerke Leipzig ist das fleißige Erdmännchen dabei. Während er hier entspannt und auf seine Freundin Annie trifft, geht es beim Spruchcheck-Stadtlauf wesentlich anstrengender zu. Erwärmung mit Schlingel, die kleinen Läufer sind begeistert. Für die Kids ist die 1,4 Kilometer Strecke zwar anstrengend, aber geschafft haben es alle Läufer. Also es hat mein Herz schon ein bisschen wehgetan. Ich habe trainiert bei Leichtathletik und ja. Ich habe schon ganz viele Bambinis mitgemacht. Ich wollte irgendwie nicht schneller sein, das war schon gut, was ich da gemacht habe. Ich möchte mal wieder mitmachen. Auch bei den Kleinsten ist die Stimmung bestens. Und am Streckenrand stehen die stolzen Familien der Bambinis. Nach 400 Metern ist die Strecke für die Minis schon geschafft. Dass der LVZ Schlingel nicht die ganze Strecke mitrennt, wundert hier keinen. Ja, der hat so einen dicken Po. Na, weil er so groß ist. Der ist ein bisschen dick. Nach einem arbeitsreichen Wochenende freut sich auch unser Schlingel, wenn er endlich Feierabend hat.